Und wir müssen da hoch, so viel weiß ich. Wir haben Elfriede jetzt noch nicht ausgewählt. Ich traf eine Aterna-Händlerin namens Eshra, nahe der Dreiflusswacht. Ihre Elfriede wurde von einem Vatyren entführt, der sich in der Dreiflusswacht versteckt. Elfriede aus der Dreiflusswacht retten. Gut, dann wollen wir mal speichern. Und dann wollen wir uns da mal hinbewegen. Alte Dreiflusswacht entdeckt. Versteckt. Ob es hier wohl irgendwas gibt? Eine Truhe. Erz. Und ein paar Groschen. Versteckt entdeckt. Oh. Ich laufe da erstmal irgendwo gegen. Ich glaube, ich werde doch die Sicht wieder nehmen. Ein leeres Fass, eine Holzschüssel. Da liegt sogar ein Hammer. Gucken wir uns hier mal genau um. Weil es kann ja sein. Apropos, es kann ja sein. Ich hätte ja mal die Eisbranken essen können. Sonst muss ich gleich in meinen Kommentaren lesen. Oder später. Dass ich die nicht gegessen habe. So, jetzt haben wir Tragfähigkeit um 2 erhöht. Das ist super. Was ist das da? Ein Stein, ein Fass. Ein Eimer. Hier geht's hoch. Da werden wir gleich mal gucken. Hier gibt's ein paar Pfeile. Verstärkter Lederschild. Den nehme ich mal mit, weil man weiß ja nie. Ich könnte den vielleicht sogar verkaufen. Wollen wir mal gucken, was es hier oben gibt. Hier gibt es wieder ein Lehrlingbuch. Psionik. Was ist denn Psionik? Was ist das denn gut? Hier ist auf jeden Fall ein Mana-Trank drin, ein Morgenlufttrank und ein Schockschutztrank. Schockschutz habe ich eigentlich auch noch nie verwendet. Ah, gucke mal. Eine Eispranke. Hat sich schon mal gelohnt, hier hochzukommen. Und da ist ein Nest. Frage ist, kommt man da hin? Hier könnte ich mich sogar hinsetzen. Machen wir das mal. Oh, guck mal da. Da ist ja ein Skelett da unten. Aber was man hier für eine schöne Aussicht hat, ne? Ist einfach himmlisch. Diese ganzen Möwen, die hier rumfliegen. Und da ist ein Schiff, wo auf jeden Fall irgendwas, wo es irgendwas gibt. Huch, wo muss ich denn hingucken? Da. Da frage ich mich ja, was es da wohl gibt. Da müssen wir vielleicht mal hin. Irgendwann. Und das habe ich letztes Mal schon gesagt. Also ich darf das auf jeden Fall nicht vergessen. Oh, der Vogel sitzt da drin. In dem Nest. Gehen wir mal wieder runter. Nehmen jetzt hier noch die Nebelschwämme mit. Und gucken uns hier weiter um. Es kann ja durchaus sein. Ich höre hier Schritte. Lavendel. Her damit. Hier ist auf jeden Fall eine Tür, da komme ich nicht hin. Was habe ich denn da? Interagiere mit Steintafel. Zu Ehren Dalgalars, dem Heilbringer der Heere. Aha. Okay. Und da ist sogar ein Rucksack. Was haben wir denn da? Alte Vagabundhandschuhe. Nehme ich mal mit. Groschen, 10 und eine Fackel. Fackel wiegt ja nichts. Ich finde das voll hübsch. Hat schon was. Hier ist ein Brunnen. Ist da was drin? Ach, der ist zugeschüttet. Na, Happy Birthday. Hier haben wir einen Eimer. Leeres Fass. Noch ein leeres Fass. Hier gibt es noch ein bisschen Lavendel. Und ein Schmetterling. Ich habe so das Gefühl, da drinnen ist er gleich. Dafür, dass es Lavendel ist, kann ich den echt gut mitnehmen. So, jetzt speichere ich nochmal.
Oh Mann. Da oben, da gibt's ja was. Wie komme ich denn da hin? Da ist eine Truhe. Ho! Okay, das ist ein Waldtür. Okay. Streitkolben bewirkt zwar ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Wo habe ich denn scharfe Holzfällaxt? Nein! Nehmen wir mal die Eisenaxt. Na, das bewirkt tatsächlich ein bisschen was. Oh oh! Oh oh! Oh, ich habe ein Problem. Ich werde mal eben gerade... Nimm mal den Trank. Shit happens. Ah, es hätte beinahe geklappt. Und die bleibt da unten einfach kackenfrech sitzen. Weißt du, die hilft mir nicht. Die guckt mir einfach zu. Weißt du was? Ich weiß nicht, ob Flammen gut sind. Aber es ist ein lebendes Wesen, da müssen Flammen gut sein. Flammender Tod! Ha! Hilfe! Ha! Ich hänge! Ha! Wo ist denn der Ausgang? Ach, da ist er. Alter, warum hängt man denn hier so? Brennen! Oh! Ich hab ihn besiegt! Mit Flammen! Glaubt man's denn? Und er hat noch nicht mal was dabei gehabt. Oh, der kann aber nett gucken. Oh Mann. Ich höre hier was. Hier muss so eine... Hä? Hier gibt es einen Sack mit Weizen. Weizen nehme ich mal mit, weil das ist gut für die Heilung. Apropos Weizen. Es ist Zeit für einen Weizen. Käse. So, heilen wir uns erstmal wieder. Was haben wir denn da? Lese über Flüsterbäume. Wie viele Seiten sind das? Oh je. Ich glaube, ich werde mir das Buch einfach mal mitnehmen. Da, lese bekritzelten Brief. Zum Gruße, Samuel. Mach dich nicht so verrückt. Du wurdest ganz sicher nicht an die Dreiflusswacht abgeschoben. Die Wacht hat ihren Zweck verloren. Den Abtransport der Edelsteine aus der aufgegebenen Edelsteinschürferei im Tal zu sichern. Deshalb reicht es, wenn ein Beobachter dort bleibt. Einerlei. Ich kann ja verstehen, dass es ziemlich langweilig und einsam ist, am verlassenen Fleckens... Was? Am verlassensten Fleckens Enderals Wache zu schieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie dir in ein paar Wochen jemanden zur Hilfe schicken. Halte einfach so lange durch. Gezeichnet T. Punkt. Ich nehme das einfach mal mit. Aber der hat anscheinend nicht durchgehalten. Der wurde nämlich von den Valtüren aufgefressen. So viel kann ich schon mal sagen. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt eigentlich mehr oder weniger wie eine Spinne. Oh ja. Okay. Wenn ich das hier schon sehe, dann ist da auch eine Spinne. Hä? Okay, jetzt krabbelt sie. Eben gerade war sie irgendwie ein bisschen verbuggt, aber naja, das ist passiert. Oh Mann. Hier gibt es einen Stab. Und hier ist auch wieder ganz viel von diesen Kristallen. Also hier wird mein Arkanistenfieber stärker, wenn ich Pech habe. Stab des magischen Lichts. Ist da noch irgendwas? Ja, Münzen. Wie lange möchtest du dich ausruhen? Gar nicht. Magischer Schild. Da lag ein Buch mit magischer Schild. Wie geil ist das denn?
Erhöht Rüstungswert um 35 Punkte und reduziert erlittenen Schaden um 35. Genial. Stab des Magierlichts. Ein Quell des Lichts, das den Zielort für 60 Sekunden erhält. Cool. Achso, hier komme ich ja gar nicht weiter. Schade. Hat sich aber schon mal gelohnt, hier reinzugehen. Da liegt noch ein Buch. Das kann ich noch nicht mal hochheben. Okay. Was liegt hier? Lebensabsorption. Ich finde das so cool, dass man diese Bücher aufklappen kann. Ich nehme es trotzdem nochmal mit. Man kann es ja wieder weiterverkaufen. So. Dann. Nehme ich das noch mit und jetzt, komm. Jetzt lassen wir mal Elfriede frei. Glock, glock. Bei den Göttern. Hierher, mein kleines. Na? Hierher. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Bei Malphas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Okay. Hau doch einfach ab, wenn du mit mir sprichst. Flüsterkraut 10. Wurde dem Inventar hinzugefügt. Cool. Und das ist Elfriede. Oh, guck dir dieses kleine Wesen an. So, jetzt muss ich mal probieren, da irgendwie hochzukommen. Ich weiß noch nicht so ganz. Man muss wahrscheinlich hier irgendwie rüber. Und dann hier hoch. Und dann hier hoch. So hätte ich natürlich das Wesen auch vernichten können. Was? Wieso kommt denn jetzt hier wieder rein? Ich will es nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich... Oh, hat geklappt. Wie? Das kann ich anzünden? Gleich macht's bestimmt Bumm. Hä? Aber das ist doch hier mit diesem... Okay, es macht nicht Bumm. Hätte ja sein können, weil das eigentlich dieses Mittelchen ist, was Feuer fängt. Da drüben liegt auch noch irgendwas. Muss ich mal probieren. Eine Schmuckschatulle. Was haben wir denn drin? Bronzehänger des Jägerlehrlings. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Wow. Dann haben wir hier einen Elementarzauber, kosten 10% weniger Mana. Ey, ist das gut. Vor allem, der bringt voll viel Geld, wenn ich verkaufen würde. Aber den würde ich nicht verkaufen. 23 Groschen. Hat sich echt gelohnt, hier hinzukommen. Die Frage ist, was ist das da drüben? Das sieht mir so ein bisschen so aus wie Roll... Ja! Oh. Durchsuche Schriftrollenstapel. Leeres Pergament. Das nehmen wir mal mit. Rolle der Wasseratmung. Einfach. Atmen unter Wasser für 60 Sekunden. Wie cool. Oh ja, diesen Zauber, den muss ich auch noch lernen. Dass ich unter Wasser atmen kann. Das wäre bestimmt wahnsinnig genial. So, jetzt muss ich da nur rüberkommen. So, was ist hier wohl in der Urne? Bauplan, Eisenhelm. Bauplan, Eisenschuhe. Bauplan, Jagdbogen. Was? Jagdlangbogen. Da fehlt irgendwie das T. Oder nicht? Wird nicht jagen? Jagd? DT? Jagd? Ach, ich weiß nicht. Ich kann mich auch gerade täuschen. Wie schreibe ich denn Jagd? Das kommt bestimmt dann in den Kommentaren. Wie schreibst du denn Jagd, Terra? Geht ja mal gar nicht. Jetzt gehen wir mal hier lang. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Ich kann nicht runterspringen. Gut. Okay. Achso, hier war ich ja schon. Dann haben wir das geschafft. Und wir könnten eigentlich mal versuchen, dass wir nochmal dieses Buch verkaufen. Ah, da unten ist sie ja jetzt mit Elfriede. Och, wie schön. Sind sie wieder vereint. Das freut mich irgendwie. Grüße. Alles im rechten Lot? Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Okay, das hört sich gut an. Dann wollen wir nochmal handeln. Natürlich. Da
Dann wollen wir mal gucken. Bauplan Eisenhelm. Ich habe davon zwei, deswegen kann einer weg. Bekritzelter Brief bringt immer nichts. Vor allem, der wiegt auch nichts. So, jetzt wollen wir das erstmal wieder suchen. Eine Eispranke habe ich. Die werde ich auch nicht verkaufen. Hier, da. Kelch, weg. Den Rucksack behalte ich. Da wäre ich schön blöd, wenn ich das weggeben würde. Scharfe Holzfäller-Axt. Nö. Schockschutztrank. Ich bin immer ein bisschen am Überlegen, ob es Sinn macht, diesen zu behalten. Oder ob ich die nicht brauche. Spinnengift. Stahlpfeile. Spitzhacke. Hier habe ich sogar noch verdorbenen Knoblauch. Verstärkter Schild. Plus 10 Rüstung. Wo ist denn der andere Schild, den ich habe? Weißt du was? Das kann ich ganz einfach gucken. Der hat einen Rüstungswert von 13. Wiegt 6. Der hier hat einen. Der hat 10 und wiegt nur 3. Wow. Eigentlich. Ich verkaufe den trotzdem. So, jetzt wollen wir erstmal weiter gucken. Ich habe hier noch ganz viel Wein. Geisterwolf rufen. Hier, Lebensabsorption. Weg damit. So. Ich könnte mir theoretisch jetzt hier noch ein Lehrlingsbuch holen. Für Zweihandkampf. Da bin ich eigentlich noch nicht so für. Lichtmagie, verbessert Lichtmagie. Elementarismus muss besser werden. Deswegen kaufe ich mir diese zwei Bücher. Das wird natürlich alles ganz schön viel kosten. Aber Hauptsache, wir werden da besser. Und unsere Zauber werden dadurch stärker. Psionik auf 1 auf 16. Das, was wir noch hatten. So, jetzt wollen wir mal... Schreitet wohl. So, mal kurz auf H gucken. Ich habe noch einen Erinnerungspunkt. Ich habe noch 5 Handwerkspunkte, 6 Lernpunkte. Ich habe sogar noch einen Erinnerungspunkt? Moment. Da muss ich hin. Wumm! Das heißt also, ich kann mir da noch was aus dem Skillbaum holen. Die Frage ist, was? Tiefenkonzentration. Alle Mental- und Lichtmagie-Zauber sind 14% wirkungsvoller. Das hat natürlich was, ne? Was ist das hier? Arkane Macht. Alle Elementarzauber verursachen 13% mehr Schaden. Konzentration. Die Erinnerung des Sinustropfen schulen euch im Einsatz von Psionik und Entropie. Stufe 1. Psionik-Zauber wirken 15% länger. Entropie-Zauber verbrauchen 20% weniger Leben. Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Lehrling der dunklen Künste. Verringert die Mana-Kosten von Psionik und Entropie-Zaubern der Lehrlings- und Novizenstufe um 30%. Mana-Kosten von Mental- und Lichtzauber der Novizen-Lehrlingsstufe. Elementarzauber. Ich glaube, ich werde tatsächlich hier die Arkane-Macht nehmen. Weil das ist eigentlich so, dass... Ich meine, es sind ja Elemente, ne? Lichtmagie. Das ist natürlich wieder was anderes. Lichtmagie dürfte... Das sind die Blitze. Elementarzauber sind sowas wie Feuer, Wind. Wobei, gehört nicht Wind mit zu Licht? Also zu Blitzen und Co.? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal die Arkane-Macht nehmen. So. Dann lass uns mal wieder zurück in die Welt von Enderhall. Und wir müssen vor allen Dingen auch noch ein bisschen auf Schwertkampf gehen. Aber ich möchte halt die Zauber... Möchte ich halt gut skillen. Damit wir wirklich mal alles ausprobieren. Was es hier so an Zauber gibt vor allem.
Weil ich hatte das am Anfang ja auch erzählt. Zauber finde ich irgendwie in diesem Spiel total gut gemacht. Also generell so, von was Skyrim betrifft, sind die richtig gut umgesetzt worden. Deswegen möchte ich da gerne auch so ein bisschen auf Magie gehen. Das lassen wir hier alles liegen. Und jetzt müssen wir nach Flussheim. Was los? Mensch, der Fuchs versteckt sich echt gut. Gab's da oben irgendwas? Ich glaube ja. Ich möchte da mal hin. Einfach nur mal so. Weil ich glaube, dass da oben könnte ein Punkt sein, den wir erkunden können. Natürlich. So, jetzt habe ich natürlich... Warte, anders. Nehmen wir mal... Komm, wir nehmen mal die Zweihandwaffe. Bams! Normalerweise wollte ich damit eigentlich nicht so unbedingt kämpfen, aber wenn das gerade so gut klappt, dann geht's ja noch. Oh, der hat mal wieder ein bisschen Pelz dabei. Den kann ich also mal wieder ein bisschen beklauen. Das ist gut. So, gibt's denn hier oben irgendwie ja nicht, ne? Ach, da unten. Was ist das da? Das sieht mir so ein bisschen aus wie ein Tempel. Das könnte aber auch ganz schön gefährlich sein. Huha. Ah ja, hier geht's wieder runter. Ich möchte einfach mal hingehen, weil ich möchte einfach mal wissen, was das ist. Eigentlich wollte ich ja zu Jero, aber irgendwie... Okay. Das dauert leider alles ein bisschen sehr lange. Ich muss auf Eisenschwert und Eisenschild umsteigen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die Axt nehme? Bin ich da irgendwie stärker gegen Wölfe? Ja, es sieht so aus, als ob ich stärker wäre. Bams! Also, Axt kann tatsächlich etwas stärker sein. Und jetzt liegen sie hier, die beiden. Tja, wer mich angreift, hat selber Schuld. Ach du Scheiße. Irgendwas... sagt mir. Hört ihr das? Oh, was liegt denn hier rum? Uah! Invasion! Ich will hoch! Ich will da hoch! Flammenbiss war, glaube ich, immer gut. Haut doch ruhig ab. Kommt her. Oh. Der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Boah, das brummt hier ja. Diese ganzen Bienen. So. Mann, oh Mann. Ey, das hört sich voll cool an. Wacholder. Cool, ich habe Wacholderbeeren gepflanzt, natürlich. Ich habe sie geerntet. Ich gehe mal weiter. Speicher auch mal. Was bringen denn Bienen? Ausdauer wiederherstellen. Boah, jetzt habe ich eine ganze Biene gegessen. Würde ich mich irgendwie ein bisschen schlecht fühlen, wenn ich das in echt machen würde.
Ich bin ja irgendwie neugierig, was da drin ist. Ich weiß natürlich nicht, ob wir da irgendwann für eine Quest mal hinkommen. Aber ich möchte es zumindest einmal markiert haben. Da sind auch zwei Skelette. Ist total toll. Aber da oben gibt es auch noch irgendwas. Tja, das ist die Frage, ob mich eine Quest dahin schicken würde. Im Normalfall. Was liegt denn hier? Schutzzirkel, Kettenblitz und Schwertbeschwörung. Cool! Wir kriegen Beschwörungszauber. Was ist denn ein Kettenblitz? Jetzt bin ich echt neugierig. So, Schutzzirkel, Schwert beschwören, Geisterwolf rufen. So, jetzt habe ich sie alle in mich aufgesaugt, alle Bücher. Kettenblitz, magischer Schild, Schutzzirkel, Wohltat, halt den Zaubernden. Ja, so, das war das. Hm. Geisterwolf rufen und Schwert beschwören. Das Schwert könnte gar nicht mal so schlecht sein. Aber ich möchte jetzt gerne mal wissen, was der Kettenblitz ist. Ketten, Ketten, Ketten. Hä? Bin ich blind? Geisterwolf, da, Kettenblitz. Ach so, das nennt man Kettenblitz. Den ich quasi dann drauf schießen kann. Mal sehen, ob ich den da treffe. Anscheinend nicht. Ich möchte das nur mal kurz, dass es da ist. Ich möchte da noch nicht gleich hingehen. Oder wollen wir da rein? Oh, ich weiß nicht, ich bin mir gerade so unschlüssig. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das überlebe. Und ob es da nicht irgendwas für eine Quest gibt. Aber weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach rein. Wo war denn jetzt das Skelett? Da ist es. Das lebt auch. Also zielen. Bams! Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Es ging ein bisschen schief. Sagen wir es mal so. Die Musik ist echt gut. Suchen die mich immer noch? So wie es aussieht, ja. Naja, es geht aber langsam zurück. Und dann lädt das Mana schneller auf. Ich glaube, ich sollte mal diesen Ring anziehen, dass Lichtmagie weniger Mana braucht. Oh, war er jetzt so dicht dran? Na, es geht. Ich möchte mal eben mich ausrüsten. Bögen verursachen? Nein. Abzeichen? Nein. Ausdauer erhöht sich um 10. Verbesserte Schwert- und Rüstungsfähigkeit. Hier, Elementarzauber kosten 10% weniger Mana. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger. Aber das ist ja auch... Nee, es ist kein Element Lichtmagie. Ich habe aber auch keinen Anhänger im Moment umgehängt. Deswegen können wir auch erstmal Bögen nehmen. Weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Wir versuchen das einfach, gegen die zu gewinnen. Ich weiß nur noch nicht wie. Mami, wo sind sie denn jetzt? Hä?
Speichern nochmal. Da ist er. Was? Wie, das zieht nichts ab. Hä? Moment mal, ich will das noch mal ganz kurz laden. Das war mir jetzt etwas suspekt. Ich hab den doch erwischt, oder nicht? Hab ich daneben geballert? Das zieht den ja gar nichts ab. Doch, man muss nur näher ran. Alter, das Ding ist ja voll gut. Der hängt da ein bisschen. Also der Kettenblitz ist gut. Dann wollen wir ihn jetzt mal im Kopf schießen. Voll getroffen. Hä? Hä? Was ist das denn? Hier ist eine unsichtbare Wand. Ist ja mega cool. Wirklich. Was soll denn das? Hä? Deswegen habe ich den immer nicht getroffen. Warte mal, Lebensabsorption. Funktioniert das denn immerhin? Ja, das funktioniert. Warum nicht? Ich meine, so ein bisschen Leben kann ich mir ja mal geben. Wo ist das Skelett hin, was hier lag? Da ist es. Ein Beil, bisschen davon. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen unspektakulär hier. Aber wenn ich ein bisschen das Leben aus ihm raussaugen kann. Oh. Das Skelett fällt einfach mal so zusammen. Hat ein Eisenschwert dabei gehabt. Ach komm. Eisenschwert nehme ich mit. Genauso wie das Beil. Wir haben ja ein bisschen Traglast und ich kann das alles verkaufen dann. Gibt's denn da unten irgendwas? Da kann man rein. Und hier gibt's auf jeden Fall, da ist ein Drachenkopf drauf. Also das ist eine ganz normale Grabstätte von früher. Und ich möchte da irgendwie rein. Heilwurz. Und hier liegt einer. Mythen und Legenden, die Aschen. Aschewitwe. Okay. Ob mir das wohl was sagt? Oh, Band 3 ist das schon. Gestartet Mythen und Legenden. Was? Die Asche will wir finden und bezwingen. Moment mal. Auf meinen Reisen stieß ich auf die Bücherreihe des alten indolarischen Erzmagisters Gawain Giratü. Darin führt er Legenden über Kreaturen auf, die das Land seit geraumer Zeit durchstreifen. Wer weiß, vielleicht hat sie ein oder andere, hat die ein oder andere ja einen wahren Kern. Die Aschewitwe finden und bezwingen. Okay, ich habe das Buch jetzt natürlich nicht gelesen, aber falls das jetzt so sein sollte, Alt-Sherat, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und ich bin gespannt, was wir hier drinnen finden werden. Ob hier vielleicht die alte Witwe ist? Wir werden es herausfinden.